Ehepartner stirbt während der Corona-Krise. Was sind die nächsten Schritte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal einige Videos veröffentlicht zum Thema Witwenrente und auch Witwenrente oder Witwerrente berechnen. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Anfragen rein von Menschen, die einfach besorgt sind, wahrscheinlich auch ältere Leute, die besorgt sind, was passiert denn, wenn jetzt mein Ehepartner während der Corona-Krise verstirbt? Wie läuft das da mit der hinterbliebenen Rente? Ja, im ersten Moment habe ich auch so gedacht, das ist ja vielleicht doch ein bisschen makaber, aber da steckt schon ein wirklicher Grund dahinter. Denn wie wir ja alle wissen, hat die deutsche Rentenversicherung seit dem 16. März diesen Jahres sozusagen ihre Pforten geschlossen. Das heißt, viele Leute oder viele Betroffene, bei denen jetzt Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner versterben, die haben natürlich ein Problem. Wo soll ich dann meinen Witwenrentenantrag stellen und wie läuft das da ab? Aber da müssen Sie sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Wenn Ihr Ehepartner stirbt, dann müssen Sie, und der hat auch schon eine laufende Rente bezogen, dann müssen Sie praktisch nur eins machen. Sie nehmen die Sterbeurkunde, Ihren Personalausweis und das Buch der Familie, also die Nachweise im Original, und gehen bitte zur nächsten örtlichen Poststelle. Dort gibt es die sogenannten Anträge, also nicht die sogenannten, sondern die Anträge für den Vorschuss auf das Sterbequartalsgeld oder Sterbevierteljahr genannt. Das heißt, Sie gehen dorthin und beantragen dort das Sterbequartalsgeld. Und das muss aber innerhalb eines Monats nach Tod Ihres Ehepartners erfolgen. Machen Sie das nicht, bekommen Sie diesen Vorschuss nicht ausgezahlt, sondern dann würde erst die deutsche Rentenversicherung die Witwenrente ganz normal berechnen und Sie bekommen das Geld erst auch dann als in voller Höhe für 3 Monate ausgezahlt, aber erst viel später. Das heißt also, Antrag stellen auf Sterbequartalsvorschuss. Das Geld bekommen Sie dann auch relativ schnell ausgezahlt, damit Sie finanziell auch abgesichert sind und damit es irgendwie weitergehen kann. Keine Sorge machen. Sie müssen da jetzt nicht zur deutschen Rentenversicherung nach den 3 Monaten laufen und sagen, ich muss jetzt einen Rentenantrag stellen. Nein, der Antrag auf Sterbequartalsgeld ist auch gleichzeitig der Antrag auf die Witwen- oder Witwerrente. Das heißt also, der Postrentendienst, der Postrentenservicedienst leitet Ihren Antrag auf diese Vorschussleistung an die deutsche Rentenversicherung weiter. Und dann wird sich die deutsche Rentenversicherung ganz normal mit Ihnen in Verbindung setzen und wird Ihnen Schreiben schicken und dann müssen Sie Anträge ausfüllen. Wenn Sie damit nicht klarkommen, nutzen Sie einfach die Möglichkeiten, die sich vielleicht in Ihrem häuslichen Umfeld ergeben, oder fragen Sie bei Leuten nach, die in Ihrem Haus wohnen oder wie auch immer. Ansonsten können Sie gerne auch unsere Beratungsleistung zum Thema Hinterbliebenenrente auf rentenbescheid24.de nutzen. Näheres zum Thema Witwenrente oder Witwerrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.